möchtest ein Unternehmen gründen oder vorantreiben und du musst zur Bank gehen oder vor Investoren vorsprechen, dann werden diese auf jeden Fall dein Team überprüfen. Und zwar mit der Frage, hast du tatsächlich ein schlagkräftiges Team? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern ich bin auch zertifizierter Persönlichkeitsberater nach der Methode Birkmann.info. Und wir helfen bundesweit mehreren hundert Unternehmen dabei, zu gründen, zu wachsen, aber auch die Teamentwicklung erfolgreich voranzutreiben. Das Erste, was du brauchst, um ein schlagkräftiges Team nun zusammenzubauen, ist zu wissen, welche vier Kompetenzfelder es gibt. Und ich zeige dir nun das Erste. Dabei geht es um das Thema der Überzeugung. Du brauchst also jemand, der Menschen motiviert, beeinflusst, führt, lehrt, trainiert. Und das Interessante ist, dass diese Person auch die Fähigkeiten und das Interesse hat, das zu tun und zeigt auch Wirkung. Das heißt, die Menschen, egal ob Mitarbeiter oder Kunden, schließen sich ihm an. Die zweite Kompetenz, die du brauchst, ist derjenige, der strategisch visionär denkt, der also Neues entwickelt, der die Zukunft vorausbereitet, der innovativ und kreativ ist und ständig was Neues macht. Wenn du solche Personen nicht hast, dann brauchst du ständig Berater, die dich dabei helfen, über Ist-Analysen, Engpass-Analysen, dann neue Handlungsmaßnahmen zu entwickeln, um wieder das Ziel zu finden, was zuvor auch mit der Hilfe der Berater entwickelt worden ist. Beim dritten Bereich geht es darum, dass Dinge umgesetzt werden, fertig gemacht werden, erledigt werden. Diese Umsetzer machen sich eine Liste mit Aufgaben und sind abends auch fertig. Diese Menschen können es nicht sehen, wenn an der Ecke ein Paket mit Schrankteilen steht. Nein, sie wollen es aufbauen. Diese Menschen kaufen auch keine Geschenke, sondern basteln sie selbst. Sie sind also direkt motiviert, Dinge umzusetzen, zu machen, Aufgaben zu erledigen. Die vierte Gruppe ist die Gruppe der Verwalter. Diese Menschen, diese Administratoren, die sind indirekt unterwegs, aber auch aufgabenorientiert. Denen übergibst du einen Prozess, wie zum Beispiel die Buchhaltung, das Prozess, Projektmanagement oder beispielsweise das Qualitätsmanagement. Und sie sorgen dafür, dass immer wieder diese Prozessschritte eingehalten werden. Natürlich ist es eine rhetorische Frage, wenn ich dich fragen würde, welche dieser vier Kompetenzfelder ist am besten? Denn richtig ist die Antwort, alle vier. Du bist auf Ergänzung ausgelegt und deshalb muss dein Team auch vollständig sein in Bezug auf alle vier Kompetenzfelder. Denn wenn der Grüne fehlt, nun, dann wirst du kaum Kunden haben oder die Menschen folgen dir nicht. Wenn du keinen blauen hast, kein blaues Kompetenzfeld vertreten hast, dann wird nichts Neues entwickelt. Probleme werden nicht rechtzeitig erkannt, Krisen, Veränderungsprozesse nicht umschifft. Und fehlt der rote, wird nicht zu Ende gemacht, fehlt der schwarze, nun, dann wirst du zwar viel umsetzen, vieles zu Ende bringen, aber die Deckungsbeiträge werden zu niedrig sein, die Kosten werden zu hoch sein und die Buchhaltung, nun, die wird es gar nicht geben oder nur sehr schlecht. Was kann nun dein erster Schritt sein? Nun, zunächst einmal kannst du das Gleiche machen wie ich, nämlich einen Birkmann-Test oder anderen Persönlichkeitstest, der herausfindet, wer und wie du wirklich bist. Denn dann wirst du sehr schnell erkennen, dass jeder Mensch ein, zwei große Stärken, Kompetenzfelder hat. Nun, die anderen beiden müssen ergänzt werden. Und das Zweite, was du dann machen kannst, wenn sich jemand in deinem Team bewirbt, dass du ihn selbst auch einen solchen Test oder einem anderen Test unterziehst und dann siehst du, ob der tatsächlich diese Kompetenzfelder mitbringt, die dir fehlen. Wie du also merkst, ist ein erfolgreicher Unternehmer nicht jemand, der alles kann und auch alles gerne tut und dann tatsächlich es auch umsetzt, sondern ein guter Unternehmer, ein Leader ist jemand, der ein Team zusammensetzt, wo alle Kompetenzfelder im gleichen Maße vertreten sind, sodass dieses Team dann schlagkräftig wird. Und wenn du das so erkennst, noch begründest und vielleicht auch Test, deinen Businessplan oder dein Fördermittel oder deinen Pitch-Deck-Antrag beilegst, dann werden auch die Investoren, dann werden auch die Banken überzeugt sein und dir gerne das Fremdkapital geben. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater und Coaches helfen dir gerne dabei, dich zu analysieren, dein Team zu analysieren, wie es bereits aufgebaut ist und auch dabei die neuen und richtigen Bewerber zu finden. Gerne kannst du jetzt also dieses Video mit Daumen hoch liken, gerne unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau deines schlagkräftigen Teams. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.